Hallo, liebe Freundinnen und Freunde von Tropical Green, grüner wird's nicht. Hier seid ihr in meiner Basilikum-Anzuchtstation und da können wir jetzt sehen, wie sich meine verschiedenen Basilikumsorten entwickelt haben. Hier im Hintergrund stehen noch andere Pflanzen, da komme ich jetzt auch noch im nächsten Video drauf zu sprechen. Man kann sehen, der Genova-Basilikum hat sich sehr gut entwickelt. Auch hier drüben der Bubikopf-Basilikum hat ein sehr schönes Wuchsbild. Der Zitronen-Basilikum ist ein bisschen lichter und der Thai-Basilikum ist noch lichter. Ich würde einfach mal behaupten, der Thai-Basilikum ist etwas lichthungriger, sonst würde er nicht so in die Höhe schießen. Ist vielleicht auch ein bisschen wüchsiger als der Genova-Basilikum, der recht kompakt bleibt. Der Bubikopf ist sowieso ein recht kompakt wachsender, oder von den Sorten, die hier ausgesät sind, der am kompakt wachsendsten Basilikumsorten. Zumindest Stand jetzt, was hier am Wachsen ist. Gehen wir zum Thai-Basilikum. Hier sehen wir, gibt es ein paar Pflanzen, die sind deutlich kräftiger als die anderen Pflänzchen. Ich würde fast vermuten, so wie das ausschaut, weil die sind ja alle zum gleichen Zeitpunkt ausgesät worden, würde ich vermuten, dass es so eine Art Konkurrenzkampf gibt bei den Thai-Basilikums, sprich der Stärkste gewinnt. Der Stärkste macht auch hier den Schattenwurf auf die unteren Pflänzchen. Was bedeutet für mich in der Zukunft? Und das ist ja das Jahr des Basilikums, also dieses Jahr einer der Schwerpunkte. Und ihr kennt ja das Motto, we will make Basilikum great again. Ich würde jetzt behaupten, wenn man die einzeln setzt, wären die anderen ungefähr auch auf dem gleichen Entwicklungsstand. Denn die hier wirft ja Schatten auf die unteren. Wenn man jetzt die Pflanze wegmacht, sieht man, oh, da kommt plötzlich Licht zu den anderen Pflänzchen. Also für die nächste Aussaat merken wir uns, noch kräftiger vereinzeln, damit der Entwicklungsstand ungefähr auf dem gleichen Level bleibt. Das müssen wir hier bei dem Bubikopf und bei dem Genova-Basilikum auch machen, aber nicht so stark. Man sieht, dass die sich hier nicht so sehr beeinflussen. Natürlich gibt es hin und wieder auch wieder ein paar kräftigere Pflanzen, aber das gleiche ist hier drüben beim Zitronenbasilikum auch zu beobachten. Ganz einfach, die Pflanze, die am stärksten ist, beschattet die Pflanze drunter und die drunter ist, bekommt weniger Licht und wird dadurch natürlich geschwächt. Aber so zum Größenvergleich mal, die haben sich schon ganz gut entwickelt, so 10, 15 cm teilweise schon. Na, 15 ist vielleicht ein bisschen übertrieben, 12, aber der Bubikopf hat ein sehr schönes Wuchsbild. Ich habe ja noch ein paar Basilikumsorten nachgesät. Dazu müssen wir jetzt hier einmal rüberschwenken zu meiner Chili-Aussaat-Ecke. Und dann zoome ich noch hin. Ich hoffe, dass das von der Schärfe passt. Ja. Hier habe ich ja noch den peruanischen Basilikum. Das sind jetzt 1, 2, 3, 4, 6 Pflänzchen. Ah, nee, da kommt noch eins, 7 Pflänzchen. Der Green Pepper Basilikum mit dem Paprika-Aroma, also der stark nach grünem Paprika riecht, der ist ganz gut gekommen. Der ostindische Basilikum, da sind es auch ein paar Pflänzchen, leider nicht so viele, wie ich gedacht hätte, die ist nicht so wüchsig. Also diese, ich nenne es mal exotischen Sorten, die bei uns nicht so vorkommen, sind nicht so wüchsig. Hier hinten habe ich noch den Madeira-Basilikum, der ist ganz gut gewachsen, also die Entwicklung dieser Pflänzchen ist zufriedenstellend. Also hier seht ihr den Stand. Die habe ich ja am 12.07. ausgesät und die anderen hatte ich relativ früh ausgesät. Muss ich mal gucken, was Datum. Ich muss mal ein Schildchen mit Datum suchen. Am 22.01. Also 20 Tage früher. Und da ist es eigentlich kein Wunder, dass die hier noch so klein sind. Aber da wir jetzt hier gelernt haben, bei den anderen, ich zoome wieder raus und drehe die Kamera wieder um. Und dann gucke ich noch, dass die Schärfe passt. Könnt hinhauen, ja. Bei den anderen seht ihr ja, dass der Konkurrenzkampf, ich sage schon Konkurrenzkrampf, Konkurrenzkampf recht stark ist. Das heißt, bei den nachgesäten, besonderen Sorten werde ich die stärker vereinzeln. So viel zum Thema Basilikum. Wenn es euch gefallen hat, natürlich Daumen nach oben. Bis zum nächsten Mal und tschüss.